Hallo und herzlich willkommen hier auf jurelda.de. Ihr habt hier reingeklickt, weil ihr sehen wollt, wie ich euch vorrechne, wie man von einer Ebene in Parameterform zu einer Ebene in normalen Form oder Koordinatenform kommt. Ich werde euch zwei Wege demonstrieren, den Schulweg und den schnelleren Weg über das Kreuzprodukt, den wohl nicht alle kennen werden. Nun, wie geht in der Schule vor? Ihr kennt es, hier vorne der Stützvektor und zwei Spannvektoren. Ihr sucht den normalen Vektor, der normale Vektor steht senkrecht auf den beiden Spannvektoren, das heißt, das Skalarprodukt des normalen Vektors mit jeweils einem Spannvektor muss 0 geben. Fangen wir damit an, wir nehmen den ersten Spannvektor und sagen, der normale Vektor muss 0 sein, muss 0 ergeben, wenn ich damit multipliziere. Das heißt, n1, n2, n3 mal Vektor 1, 2, 1 muss 0 geben. Wenn ich das jetzt ausschreibe, das Skalarprodukt steht hier einmal als Gleichung 1, einmal n1 plus 2 mal n2 plus 1 mal n3 gleich 0. Wir kriegen natürlich auf die gleiche Art und Weise noch eine zweite Gleichung, indem wir einfach sagen, unser normalen Vektor multipliziert mit dem zweiten Spannvektor. Ja, das muss ja natürlich ebenfalls 0 geben. Ausgeschrieben steht hier 2 mal n1 plus n2 plus n3 gleich 0. Wir haben also zwei Gleichungen mit insgesamt jeweils drei Unbekannten. Wir können es nicht eindeutig lösen, wir müssen einen davon willkürlich festlegen. Ich lege willkürlich fest, n1 gleich 1. Wenn ich das festlege, dann kriege ich eine Gleichung 1 Stern. Ja, hier steht 1 plus 2n2 plus n3 gleich 0. Das kann ich jetzt umformen. Und zwar minus 2n2 minus 1, das heißt n3 ist gleich minus 2n2 minus 1. Und meine Gleichung 2 wird auch zur 2 Stern. 2 plus n2 plus n3 gleich 0. Jetzt kann ich das hier einsetzen. Dann bekomme ich 2 plus n2 minus 2n2 minus 1 soll 0 sein. Wir können das zusammenrechnen. 2 minus 1 gibt 1. 2n minus 2n2 gibt minus n2 gleich 0. Naja, plus n2, wir sehen, n2 muss 1 sein. Also n1 ist 1, n2 ist 1. Wir müssen n3 noch berechnen. Wir sehen, hier steht eine Formel für n3. Wir setzen einfach 1 ein. n3 ist gleich minus 2n2, also minus 2 minus 1. Das heißt, n3 ist gleich minus 3. So, fassen wir das alles zusammen. Unser normalen Vektor n ist also 1, 1, minus 3. Damit es farblich passt, habe ich den auch schon vorbereitet. Unser normaler Vektor ist also 1, 1, minus 3. Ihr seht jetzt, ich habe eine komplette halbe Tafel gebraucht, um ein bisschen was hier vorzurechnen. Das Kreuzprodukt wird euch gleich zeigen, dass es deutlich schneller geht. So, das Kreuzprodukt. Ja, das heißt jetzt so, weil das neue Rechenzeichen, das wir benutzen, auch ein Kreuz ist, nämlich das hier. Wir können zwei Vektoren nehmen. Wir nehmen die zwei Spannvektoren. Also 1, 2, 1, Kreuz, 2, 1, 1. Das Schöne ist, dieses Mal kommt nicht wie beim Skalarprodukt eine Zahl raus, ein Skalar, sondern diesmal kommt ein Vektor raus. Deswegen sagen manche auch nicht Kreuzprodukt, sondern Vektorprodukt. Dieser Vektor hat noch ganz schöne Eigenschaften. Und zwar steht er senkrecht auf den anderen beiden. Sprich,
Da steht senkrecht auf dem und da steht senkrecht auf dem. Naja, wenn ein Vektor senkrecht auf den Beinen steht, dann ist es ja ein normaler Vektor. Also kann ich ihn auch einfach wieder n nennen. Das Einzige, was passieren kann, es könnte sein, dass es ein Vielfaches von diesem Vektor ist. Aber kein Problem, Vielfache davon stehen ja auch senkrecht. So, wie rechne ich so etwas aus? Es gibt einen ganz einfachen Mechanismus dafür. Ich schreibe einfach die Vektoren nochmal ab. Einfach nochmal darunter schreiben. Dann gehe ich hin, streiche die unterste Zeile durch und streiche die oberste Zeile durch. Nun bilde ich Kreuze. Ich nehme die Diagonale von oben nach unten. 2 mal 1, die Diagonale multipliziert, minus die Gegendiagonale, 1 mal 1. Nun, ich habe gesagt, es kommt ein Vektor raus, das heißt, ich brauche 3 Anträge und wir haben immer ein paar Zahlen stehen. Wieder die erste Diagonale multipliziert, also 2, 1 mal 2, minus die Gegendiagonale, naja, 1 mal 1. Und zu guter Letzt das unterste Kreuz noch, 1 mal 1, minus 2 mal 2, 1 mal 1, minus 2 mal 2. Oh, jetzt muss ich das nur noch ausrechnen. 2 minus 1 gibt 1, 2 minus 1 gibt 1, 1 minus 4 gibt minus 3. Also hier kommt 1, 1, minus 3 raus. Ja, seht, es ist sogar der gleiche Vektor, den wir auf der anderen Seite berechnet haben, der Vektor 1, 1, 3. Unser normalen Vektor von vorhin. Ihr seht hier den Platzverbrauch auf dieser Seite und dieser Seite und auch der Rechenaufwand war hier deutlich größer. Es war aber nicht das Ziel, einen Vektor zu berechnen, der senkrecht draufsteht, sondern wir wollten eigentlich die Ebenengleichung neu bestimmen. Wir haben nun den normalen Vektor. Die normalen Gleichung ist ja dann recht einfach. E ist gleich x. Minus ein Vektor, der auf jeden Fall in der Ebene liegt, ein Punkt, der auf jeden Fall in der Ebene liegt, denn wir wissen ja, dass der Stützvektor auf jeden Fall drin liegt. Also kann ich ja minus Vektor 1, 2, 0 rechnen, mal den normalen Vektor. Den haben wir ja auch auf zwei Arten ausgerechnet. So, und das Skalarprodukt von diesem Teil mit diesem soll immer 0 ergeben. Schon steht unsere Ebenengleichung in normalen Form da. Ihr seht, wenn man wirklich mit dem Kreuzprodukt gearbeitet hätte, ist das wirklich kein Hexenwerk mehr, man kommt recht schnell voran. Wir wollen nun aber auch noch die Koordinatengleichung hinschreiben. Naja, in der Koordinatengleichung, was macht man? Man nimmt die Vorfaktoren des normalen Vektors, sprich einmal x1 plus einmal x2 plus minus 2 mal x3. So ist gleich, da hinten muss ich die Zahl ausrechnen, indem ich jetzt einen Punkt einsetze, von dem ich sicher weiß, dass er in der Ebene liegt. Nun, wir wissen ganz sicher, der Punkt, der Stützvektor, der Punkt 1, 2, 0 drin liegt, also rechnen wir einfach mal kurz das hier aus. Wir setzen ein. Nun, 1 mal 1 plus 1 mal 2. Naja, minus 3 mal 0 gibt 0. Das heißt, 1 plus 2 gibt 3. Wenn ich das jetzt wieder wegnehme, haben wir unsere Ebene in der Koordinatendarstellung. Und haben somit die Aufgabe erfolgreich erledigt. So, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr noch andere Videos sehen möchtet zu anderen Themen oder gar Aufgaben rechnen möchtet, dann kommt auf unsere Homepage www.lyrelda.de. Dort sind Aufgaben auch mit Musterlösung und Mustervideos zu finden, auch zu dem Thema Kreuzprodukt oder Umformen von Ebenengleichungen. Dankeschön.